Erst kürzlich habe ich in der Apothekenumschau gelesen, wie wichtig es ist oder was man alles tun muss, damit man natürlich lange fit und vital bleibt und erst natürlich ganz oben sich gesund ernähren. Ja, das kennen wir ja alle und viel Sport machen. Aber dass man regelmäßig auch saubere Luft einatmet. Ja, wenn ich im Wald bin, ist mir das schon klar. Aber man liest das hier überall in den Medien. Man hört das, Feinstaubbelastung, ja, Autos haben Fahrverbote. Und ich jetzt gerade in Berlin, also ich habe da ein ganz ungutes Gefühl, ob ich da wirklich saubere Luft einatme. Schauen Sie mal hier, der Artikel in der Umschau, Feinstaub, Folge für die Gesundheit. Der Verkehr, hier die Industrie, ich muss mal näher kommen. Verkehr, Industrie, aber auch Raucher und Drucker blasen Feinstaub in die Luft. Die Mini-Partikel können Herz und Lunge schädigen. Was Sie über die feinen Teilchen wissen sollten. Ja, jetzt klingt das hier alles erstmal nicht so schön. Aber jetzt fragt man sich natürlich auch berechtigterweise, woher weiß ich denn überhaupt, was ich für Luft einatme? Ich denke dann immer, wenn ich vor die Tür gehe, okay, wenn ich an der Straße laufe, da ist automatisch schlechte Luft. Aber ich denke dann immer, bei mir in der Wohnung ist doch alles okay, oder, Vivian? Eben. Nicht. Oder vielleicht doch. Das ist ja eben jetzt die Frage. Wie sieht es bei Ihnen zu Hause persönlich aus? Sie wissen es wahrscheinlich noch gar nicht so genau. Und deshalb möchten wir Ihnen jetzt ein bezahlbares Feinstaubmessgerät nach Hause bringen, womit Sie dann endlich auch mal Klarheit nach Hause bringen können. Denn das hier ist sehr, sehr schön gemacht. Zum Akkubetrieb ist natürlich auch hier, Sie sehen es, erschwinglich für diesen Preis. Mhm. Und jetzt bekommen Sie hier Daten angezeigt. Und ich bin da voll und ganz auf Ihrer Seite, wenn Sie jetzt sagen, was soll ich jetzt damit? Sehe ich genauso. Deshalb erkläre ich Ihnen das jetzt mal. Also, Sie haben hier drei Daten, die Ihnen angezeigt werden, in Form von Messeinheiten, um die wir uns jetzt erstmal gar nicht kümmern. Das erste, das sind Formaldehyd. Formaldehyde, kennen Sie, sind giftig. Okay. Und das sind zum Beispiel Dinge oder das sind chemische Stoffe, die in Farben, in Lacken verwendet wurden. Gerade früher, wenn Sie ein Haus haben, das jetzt auch schon mehrere Jahre, Jahrzehnte steht, dann wird es sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass Formaldehyd damals in den Lacken in der Farbe verwendet wurde. Ah, da muss ich bei mir auch mal nachmessen, weil mein Altbau ist auch schon sehr, sehr alt, wie das der Name sagt. Da haben die bestimmt auch mit so Formaldehyden markiert. Ja, und vielleicht auch nicht nur in der Farbe, sondern zum Beispiel auch im Leim oder im Kleister oder in der Kleidung. Also das ist erstmal der erste Wert. Dann der zweite. Hier unten sehen Sie übrigens gerade eingeblendet, das ist eine Skala. Das ist eine Legende, auf die kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen. Die zeigt Ihnen an, was Sie mit den Werten machen. So, okay. Zweiter Punkt, Feinstaub, das, was jetzt gerade in den Medien so kursiert, für Sie zu finden in der Mitte. Feinstaub ist zum Beispiel durch Abrieb, durch Verbrennung an befahrenen Straßen, durch viele Kerzen, durch einen Drucker zu Hause. Was ja heutzutage jeder hat, fast jeder. Genau, ne? Oder zum Beispiel auch durch einen Kamin, ganz häufig zu Hause zu finden. Kerzen, Kamin, würde man ja niemals denken. Nein, um Gottes Willen. Also ein Drucker hat fast jeder, Kerzen macht man auch ganz gerne an. Kamin ist auch ein großes Thema. Ralf, dem sollten wir das empfehlen. Unser Kollege, der hat ja auch einen Kamin. Also das sind, ich dachte bei Feinstaub immer wirklich automatisch, Autoabgase, ganz, ganz schlimm. Aber das sind ja so alltägliche Sachen, die man jeden Tag dann auch benutzt, wie eine Kerze zum Beispiel, ne? So, und dann kommen wir zum letzten. Und das sind flüchtig organische Verbindungen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Flüchtig organische Verbindungen sind zum Beispiel Chemikalien, die verwendet werden, um zum Beispiel Dinge haltbar zu machen. Um jetzt Kleidung oder Matratzen zum Beispiel auf einen Schifftransport vorzubereiten, dass die auf hoher See, wenn sie da viele Wochen, Monate zum Beispiel auch rübergeschifft werden, nicht anfangen zu schimmeln. Wenn Sie sich natürlich die Kleidung dann, gerade von diesen ganz großen Kleidungsketten zum Beispiel, oder auch Matratzen nach Haus holen, dann dünsten die ja zu Hause aus. Stimmt. Das sind die flüchtig organischen Verbindungen, die Sie einatmen. Was jetzt aber wichtig ist, ist, dass ich Ihnen natürlich ganz kurz erklärt habe, was hier gemessen wird. Sie können aber alles noch mal nachlesen in der Bedienungsanleitung. Sie brauchen sich hier gar nichts merken. Und Sie bekommen natürlich für die drei Messwerte immer eine Skala mit. Sie müssen jetzt hier einfach nur schauen, wie ist der Wert, der jetzt gerade dort oben zum Beispiel gelistet ist. Und dann schauen Sie nach, in welchem Bereich Sie diesen aufgelisteten Wert wiederfinden. Mhm. Das ist entweder einer, dass die Konzentration zum Beispiel zu klein ist. Da hat man physiologische Erscheinungen von einer Reizung für die Augen. Dann gibt es zum Beispiel grüne Werte. Da ist ja alles in Ordnung und alles gut. Und wenn Sie jetzt in diesen gelb, orange oder roten Bereich kommen, dann gibt es eine akustische Warnung und vor allem auch eine visuelle Warnung dank einer kleinen LED, die Sie dann haben. Und da steht zum Beispiel auch 30 Minuten täglich
Und dann hier zunehmend Unbehagen, Tränenfluss. Oder nach wenigen Minuten Tränenfluss bis eine Stunde nach Exposition kann es zur Atemnot kommen, zum Husten, zum Brennen in der Nase und in der Kehle. Und Sie sehen, das sind wirklich ganz, ganz furchtbare körperliche Folgen. Und deshalb schauen Sie hier bitte nach und messen Sie mal bei Ihnen zu Hause. Ja, vor allem, man vermutet das ja gar nicht. Ich habe das auch ganz oft, wenn ich in einem speziellen Raum bei mir bin, dann habe ich sofort immer Kopfschmerzen. Oder bei meinem Freund, der muss immer husten. Ja, geht Ihnen das vielleicht auch so, dass Sie vielleicht denken, ach naja, ich habe eine Allergie gegen irgendwas. Aber testen Sie das ruhig mal nach. Ja? Also auch wenn Sie Allergiker sind, Asthmatiker sind, da kann das natürlich auch ganz, ganz wichtig sein. Das ist ein zwingendes Muss, weil häufig experimentieren dann die Ärzte vielleicht auch rum und wissen gar nicht, wo liegt denn jetzt die Ursache. Ne? Dann wechseln sie vielleicht das Waschmittel, weil man ihnen gesagt hat, sie sollen das Waschmittel mal wechseln oder ernähren sich irgendwie komplett anders. Dabei sind das so kleine Dinge, die dann auf der Hand liegen, die man vielleicht auch mit einem Luftreiniger eliminieren kann. Das sind so kleine Sachen. Also da würde ich an Ihrer Stelle wirklich mal nachprüfen und testen, weil das geht ja so einfach. Gerät einschalten, dann werden Ihnen diese drei Werte angezeigt und dann schauen Sie hier, vergleichen Sie mit Ihrer Tabelle, in welchem Wert Sie liegen. Und das ist ja ganz einfach. Also das kriegt ja auch jeder hin, ne? Das kriegen Sie definitiv hin, weil eigentlich lesen Sie nur ab und dann schauen Sie sich auf der Tabelle an, was der Wert jetzt heißt. Und das ist wirklich der Punkt. Ist ja bei Ihnen alles in Ordnung, dann ist das ja schön. Dann ist doch alles in Ordnung. Wenn es aber eben nicht so sein sollte, dann wissen Sie, Sie haben agiert. Und es ist ja einfach Fakt. Früher wurden ganz, ganz viele Mittel, Chemikalien verwendet in Lacken zum Beispiel, in Farben, in Holzdecken und Co., wo wir heutzutage jetzt Jahrzehnte später wissen, erwiesenermaßen sind die krebserregend, die sind giftig, die tun uns nicht gut. Aber man denkt da ja gar nicht mehr dran. Sie denken ja auch nicht daran, wenn Sie Ihre Decke zum Beispiel streichen oder dass Sie noch mal Revue passieren lassen, wann wurde das Haus oder die Wohnung gebaut, welche Farben wurden da verwendet, was sind da für Ausdünstungen da. Das ist einfach auch hier natürlich ganz, ganz wichtig, dass Sie auch an Ihre Liebsten denken, an den Schatz, an die Kinder, an die Enkelkinder, die auch kommen. Mhm. Und das ist einfach, da ist man auch verantwortlich für. Wir hören gerade auch, vielen herzlichen Dank für die ganz vielen Bestellungen, die natürlich gerade reingehen, die uns auch zeigen, wie wichtig in Ihre Gesundheit ist, vielleicht auch die Gesundheit der Liebsten. Vielleicht schalten Sie gerade ein und denken vielleicht gerade an den Enkelsohn, der vielleicht auch Asthmatiker ist. Danke an dieser Stelle, dass Sie so zahlreich bestellen. Ich meine, bei so einem kleinen Preis war das natürlich auch die komplett richtige Entscheidung. Und das sind so alltägliche Sachen, die man vielleicht dann auch ganz anders wieder wahrnimmt. Ich kenne das zum Beispiel auch, dass bei mir manche in die Wohnung kommen und sagen, oh, aber die riecht aber nach irgendwas Bestimmten. Und man selbst nimmt das gar nicht mehr so wahr, weil man ja jeden Tag in dieser Wohnung lebt und riecht das vielleicht gar nicht mehr. Und andere denken dann, oh, da musst du aber mal gucken, was da ist. Oder gerade Feinstaub, sagt dir schon der Name, den sieht man nicht, den kann man nur messen. Und deswegen ist es ganz toll, dass Vivian uns dieses Gerät heute mitgebracht hat, was zu ihrer Gesundheit beiträgt. Und ganz ehrlich, da sollte auch der Preis gar nicht heute im Fokus stehen. Ne? Nee, der Preis, der sollte da wirklich nicht im Fokus stehen. Es geht ja um die Gesundheit. Und ich glaube, da müssen wir auch jetzt nicht diskutieren, dass wir an dem Gerät nicht viel verdienen, dass wir das wirklich für Sie, für Ihre Gesundheit zu so einem kleinen Preis hier dann tatsächlich auch weitergeben können. Und was ich hier auch nochmal schön zu erwähnen finde, ist, Anne, weißt du, das Gerät, das kaufst du dir ja nicht für dich alleine. Das kannst du dann auch gerne mal den Familienangehörigen mit nach Hause geben und sagen, schaut doch mal bei euch nach. Sie bekommen natürlich auch Verbesserungstipps gleich in der Anleitung mit dazugelegt. Also Sie werden hier, Sie müssen kein Chemiker sein. Sie müssen hier nichts von den Werten wissen. Sie sollen einfach nur einmal hier schauen, ablesen, das vergleichen und daraufhin dann reagieren und handeln. Und das kann jeder. Handeln Sie jetzt und prüfen Sie doch einfach mal nach mit der Bestellnummer NX1442 und der 569. Das ist kein Riesengerät, was man sich nach Hause holt. Das ist ein kleines, passende Küchenschublade und immer mal wieder nachmessen, wenn Sie auch vielleicht mal umgezogen sind oder jetzt bei der Tochter beim Umzug geholfen haben. Prüfen Sie ruhig mal nach, ob da wirklich alles so richtig ist, wie es sein sollte, damit auch Sie in Zukunft nur saubere und frische und vor allen Dingen gesunde Luft einatmen. Deswegen jetzt ganz schnell zum Telefonhörer greifen, denn unsere TV-Sonderpreise sind ja immer nur limitiert auf 2 Stunden. Deswegen seien Sie da schnell und tragen Sie zu Ihrer Gesundheit bei. Viel Spaß damit.